Beschützer. Das Kaiservolk. Ja. Bis der Händler da draußen wieder auf irgendwo rumrennt. Hoffe ich doch zumindest mal. Ah, okay. Die besten Stücke vom frisch erlegten Wild. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Ja, das kenne ich, aber das ist... Gute Jagd. Das ist ja nur Essen, was die hier haben. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Bevor meine Mutter und mein Vater starben, sagte ich ihnen, ich würde eines Tages der beste Händler von Himmelsrand werden. Ich habe Madran, einen der Anführer der Karawane, kennengelernt. Er sagte, er würde mir helfen, wenn ich ihm einen Mammutstoßzahn bringen könnte. Leichter gesagt als getan. Was würdet ihr tun? Wenn ihr fündig werdet, könnte ich euch das eine oder andere über das Geschäftsleben beibringen. Euch zeigen, wie man einen guten Handel abschließt. So. Ungefähr so viel wie jeder andere. Sie sind das Katzenvolk von Elsweyr. Großartige stimmt. Krieger, gute Händler. Ich habe gehört, Elsweyr sei mit Himmelsrand nicht zu vergleichen. Es soll dort tropische Wälder und staubige Ödlande geben. Interessant. Furchtbar. Ja, diese Khajiit bestreiten ihren Lebensunterhalt, indem sie durchs Land reisen und ihre Waren verkaufen. Das muss hart sein. Himmelsrand ist ein hartes Land, selbst wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Das Schlimmste ist, dass niemand sie in den Städten haben will. Niemand vertraut ihnen. Ja, ich vertraue ihnen. Soweit ich das sagen kann, haben sie mich immer gerecht behandelt. Und ein Nord erkennt einen Lügner auf den ersten Blick. Alles klar. Ja, diese Khajiit bestreiten ihren Lebensunterhalt, indem sie durchs Land reisen und ihre Waren verkaufen. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Sammlerstücke und Zierschmuck, gefertigt vom Besten. Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Kleidung und Sonstiges. Ja, gut. Naja. Ich... Passt gut auf euch auf. Meine Freundin Lady. Wieso kann ich hier mit dem... Ihr habt sie in Rifton doch kennengelernt. Nun, wir kennen unseren Platz in dieser Welt. Und auch den Platz der anderen. Ja? Oh Mann. Ich würde jetzt gerne mit irgendwem hier handeln, aber das wird natürlich nichts. Oh, Moment. Gemischtwaren. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgend... Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Hand... Liegt das nicht auf der Hand? Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich. Ganz zu schweigen von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. Sicher ich doch. Würde euch... Oh, etwas hiervon, was davon. Der kauft schon mehr. Nein, ist mehr wert. Ich bräuchte einfach was zum Ablegen. So, guck mal einer an. Können wir das schon mal verkaufen? Ob das den interessiert, ob das Zeug geklaut ist, ich weiß es nicht. Die Gemüsesuppe behalte ich, Seelenstein. Ach Gott, ich finde eh noch genug. Ich habe es ja eigentlich extra gemacht, um mehr Geld dafür zu bekommen. Also von daher. Seine Rolle ist voll. Ja. Da stand Wert 500. Ich muss irgendwie mal. Aber ich glaube, noch kriege ich nicht so gut so viel dafür. Okay, machen wir es mal anders. Gehen wir mal die Waffen durch. Da war ja nichts, was ich weggeben konnte. Die Bekleidung. Okay, die Robe ist nicht viel wert, aber da würde ich gerne dann doch mehr bekommen. Zaubertränke bleiben bei mir. So, Karotten, Kartoffeln. Ausdauer wieder her.
So, Zutaten, da würde ich jetzt mal ganz banal. Oh, das Salz habe ich verkauft. Blöd. Nein. Tja. Bitte kommt wieder. Der Healerware. Verscherbelt. Guck mal denn zu der. Ach so. Jetzt könnte ich hier natürlich wieder Sachen klauen. Aber zum Beispiel. Moment, Inventar. Sonstiges. Korb, Krug. Alles gestohlen. Und. Lasst mich einfach wissen, was. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Aber, oder? Moment, Sonstiges hat er gar nicht. Denkt daran, ich tue alles, um euch die besten Geschäfte zu bieten. Hm. Okay. Ich muss einen finden, der mir da den ganzen Kram abkauft. Ihr habt keine Ahnung. Keine Ahnung von unseren Mühen, von unseren Qualen. Nichts? Und was ist mit meinem Sohn? Was ist mit Thorald? Ist er nichts? Haltet mir keine Vorträge über das Leiden. Euer Sohn hat sich für eine Seite entschieden. Und zwar für die falsche. Nun ist er verschwunden. So läuft es im Krieg. Je eher ihr diesen Verlust akzeptiert, desto besser. Ich werde seinen Tod niemals akzeptieren. Mein Sohn lebt. Ich spüre es in meinem Herzen. Also sprecht, Kampfgeborene, wo ist er? Wo haltet ihr meinen Thorald fest? Schenkt dir diese alten Schabracke etwa Glauben? Steaks, die selbst ein Jahre nicht verschmähen. Ihn festhalten. Aus meinem hochwertigen Fleisch angeboten. Den habe ich bei mir im Keller. Er ist mein Gefangener. Seht es endlich ein, alte Kuh. Euer dummer Sohn ist tot. Er starb als Sturmmantel. Was glaubt ihr denn so? Ich habe ganz sicher keine Angst vor euch. Auch wenn ihr älter seid als ich. Das könnte man ganz einfach klären, aber naja. Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Sie sagen, er sei umgekommen. Aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass mein Sohn lebt. Diese Kampfgeburt. Es ist unklug, hier darüber zu reden. Bitte, wenn ihr wirklich helfen wollt, kommt zu mir nach Hause. Dort erzähle ich euch die ganze Geschichte. Okay. Jetzt läuft sie wahrscheinlich. Alles klar. Okay, hier war auch noch ein Laden. Vielleicht kann ich ja da meinen Kram verkaufen. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Wird nur so sein. Ihr seht etwas blass aus. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. So. Ich kann euch sicher das eine oder andere beibringen. Ich habe jetzt schon 3299 Gold. Aber ich denke. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Das Problem ist einfach. Erstmal müsste ich irgendwie die Healerware loswerden. Was die geklauten Sachen. Und jetzt habe ich ja noch verschiedene andere Missionen. Ich muss ja die eine ältere Dame im Haus irgendwie besuchen. Hattet ihr Fisch und Wildbret im Überfluss? Dann verwöhnt euch mit einem saftigen Steak oder einem zarten Rippenstück. Moment, J. So, hier können wir auch nochmal anzeigen lassen. Was mache ich denn jetzt? Achso. Ja, aber vorher wird einmal gespeichert. Speichern, da genau. Und verspeichert. Und ja, ich mache eine kleine Pause. Guck mal, ob ich irgendwie Healerware loswerden kann. Und ja. Bis dann. Okay.